So, okay, ja, nee, willkommen auf jeden Fall erstmal zur nächsten Folge von Legend of Zelda Link's Awakening, dem Remake der Switch. In der letzten Folge haben wir den Wundertunnel abgeschlossen, der dritte oder vierte, der vierte Dungeon laut meiner Instrumentenliste hier über mir, und haben, wie ihr ganz oben seht, die Neptunharfe daraus erbeutet, sowie den fettesten Fisch der Welt kaputt gehauen und leider nicht gebraten und gegessen. Und auch die Schwimmflossen. Die Schwimmflossen haben wir auch gefunden. Können jetzt durchs Wasser paddeln. Wie ein Profi. So, und heute, wie schon vorher bei Animal Crossing erwähnt, wir werden uns heute das Labyrinth der Farben vornehmen. Ich habe absolut keine Ahnung, wofür das nötig ist, weil im Original Gameboy-Teil war das, glaube ich, nicht vorhanden. Wir werden sehen. Ja, erstmal werden wir hier schön wieder weg genug von den Viechern. So, lass mich mal sehen. Das Farbenlabyrinth befindet sich auf dem Friedhof. So viel weiß ich schon. Und wir müssen da nämlich hier unten in der Ecke Gräber in einer gewissen Reihenfolge bewegen. Danke, Fly. Ja, genau, sage ich auch so. Und für diese Reihenfolge müssen wir aber erstmal in die Bibliothek, in die Dorfbücherei. So, das werden wir uns jetzt als erstes vornehmen. Gott sei Dank ist hier ein Teleporter in der Nähe. Ich habe völlig vergessen. Also, ich bilde mir ein, den Game Boy Advance bzw. Color Game Boy Teil gespielt zu haben. Und das Farbenlabyrinth auch schon mal gewesen zu sein, aber wozu, weiß ich absolut nicht mehr. Teleportieren, jawohl. Das Game ist voll laut. Warum ist das Game jetzt so voll laut? Oh, Geist, was ist mit dir los? Was will der Geist jetzt von uns? Geist, kann ich mit dir reden? Nee. Warum ist das Game jetzt voll laut? Wo doch das andere Spiel... Also ich habe jetzt nichts an der Soundeinstellung gemacht. Und jetzt sind es bei 20. Also, vielleicht ist auch bloß die Musik gerade laut. Die Map ist irgendwie genauso aufgebaut wie in Link to the Past, fällt mir gerade auf. Das hatten wir doch letzte Folge schon. Ja gut, ist halt eine 2D-Karte soweit. Und, nee, finde ich nicht. In der Mitte ist das Schloss und oben ist das Gebirge, logischerweise. Und bei Link to the Past war aber unten nicht Wasser. Da war einfach nur, da war hier nicht die Steppe und hier war, glaube ich, das Zora-Gebiet, ne? Irgendwie so in der Drehe. Mein Gott, es ist halt eine 2D-Karte. Okay, so, ich weiß ungefähr, wo der Geist hin muss. Und das ist jetzt gerade so ein bisschen das Problem. Der muss hier unten zu der Hütte. Wie komme ich denn da am schnellsten hin? Nicht hier? Ach so, hier über den Teleporter, ne? Okay, alles klar. Dann müssen wir jetzt zuerst machen. Der kann nämlich schrecklich nerven, der Geist. Kakariko ist links. Ja, das stimmt. Völlig richtig. Daran kann ich mich auch noch sehen. Medusa, hi. Ich stoße auch gleich dazu. Bin auch kurz unterwegs. Mach das. Fahr vorsichtig. Halt, nein, hier will ich nicht hin teleportieren. Ich möchte hier hin teleportieren. So, hoffentlich habe ich jetzt hier richtig gedacht. Oh, ja, halt, stopp. Drei Löcher. Hopp. Jawohl, ausgezeichnet. Ja, willst du sehen? Hier, geh hinein, in mein Haus, ja. Also, im Normalfall würde der Geist halt immer hinter dir her stalken und dich ab und zu darauf aufmerksam machen. Da, die Hütte am Strand, bla 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 bla. Gott sei Dank weiß ich schon, wo es hingeht. So, Geist. El Nostalgico oder irgendwie sowas sagt er noch, das weiß ich noch. Das hat sich so eingeprägt, weil ich Ewigkeiten nicht wusste, was das heißt. Nee, El Melancholia oder so ein Blödsinn, irgendein Blödsinn. Ja, finde ich auch, Recollect. Dass es aussieht wie, ja, ist halt Zelda. Ich finde es gut, dass man so ein bisschen Ähnlichkeiten sieht. So, ach ja, wie früher, Nostalgie. Okay. Ich glaube, den Text haben sie ein bisschen angepasst. Wie früher? Ja, früher war es auch schon so rumpelig hier, oder was? Geist. Rosa Geist vor allen Dingen. Sieht man auch nicht jeden Tag. Rosa Geist mit zwei Bommeln auf dem Kopf. Buhu! Ja?
genug. Friedhof, bring mich mein Grab. Ach, stimmt. Ja, gut, jetzt kommt das. Okay, wir werden jetzt trotzdem mal zwischendurch im Dorf vorbeigucken. Denn wie gesagt, wir müssen theoretisch sowieso da durch. Wenn wir es uns nicht extra schwer machen wollen. Und da unser heutiges Endziel sowieso der Friedhof ist, passt das soweit. So, und eigentlich müssen wir auch noch ins Zoodorf, weil wir den Hibiskus dabei haben, der da von einer Kollegin gewünscht worden wäre. Alter, bring mich mein Grab mal an. Mach ich gleich. Gleich nachdem ich ohne hinzugucken in die Stacheln reingelaufen bin. Voll hübsch das Haus mit dem Fenster. Ja. Ja, sowieso das. Also wirklich, das eines der. Mein Grab, ja, halt. Halt die Astrale. Halt den astralen Mund. So. Wir sind ja fast gleich auf dem Weg dahin. Oder spektral. Spektral oder astral? Wo ist denn der Unterschied? Spektral ist, glaube ich, wirklich geistermäßig und astral ist, glaube ich, himmlisch, ne? Oder irgendwie sowas. Hi, mir war gerade danach, hi zu schreiben. Dann kann man schon mal hi schreiben. So, warte mal, lass mich mal gucken. Also im Generellen gibt es ja hier überall bloß so Hinweise auf irgendwas. Karte von Kokolith, hier findest du die Namen verschiedener Orte. Möchtest du die Karte sehen? Na klar doch. Ach was. Okay. Das wusste ich ehrlich gesagt noch gar nicht. Also ich muss zugeben, ich habe bei dem Remake die Bibliothek bisher ausgelassen, weil ich sie nicht brauchte. Weil ich vorher immer gedacht habe, es sind nur Tipps, aber zum Beispiel die Karte hattest du ja beim Original Zelda gar nicht gehabt. Auf jeden Fall kommen wir hier erstmal in das Buch rein. Die versteckte Macht der Farben. Willst du das Buch lesen? Ja. Die bunte Welt, verborgen unter 5 Grabsteinen. Okay, ich mache mal ganz schnell einen Screenshot, weil ich ein fauler Hund bin. Dankeschön. So, halt, stopp. Das ist das falsche Fenster, was ich jetzt hier bewege. Das kriegt ja alles gar nicht mit, aber ist mir egal. Okay, sehr schön. Also, das sind die 5 Gräber und die müssen in dieserjenigen Reihenfolge bewegt werden. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, ist halt einfach bloß im Uhrzeigersinn, so wie es aussieht. Setz alle deine Kraft ein, öffne einen neuen Weg. Ja, und hier an dieses Buch, an diesen Hinweis, bekommst du halt erst dran, wenn du die Pegasus-Stiefel hast. Das ist jetzt nicht so weiter wild, aber du kannst auch die Grabsteine erst bewegen, wenn du das Kraftarmband hast, wenn ich mich jetzt nicht irre. Also ist schon in gewisser Weise ein bisschen eingeschränkt hier. So, Hi Medusa, warum sollte man dann sein Gesicht sehen? Bitte wer, bitte wo? Was ist, wenn dein Facebook ausfällt? Dann sieht man ja dein Gesicht. Nö. Das. Ruhe. Ruhe, Geist, ich rede. Wenn Facebook ausfällt, dann sieht das so aus. Beziehungsweise so. Ja. Und auch wenn er das Tracking verliert, was zum Beispiel ist, wenn ich die Hand vors Gesicht halte, was ihr jetzt seht, nimmt mein Facebook eine neutrale Position ein und wartet darauf, wieder neue Daten zu erhalten. Also, ja. Da bin ich gefeit vor sowas. Und ja. Ist ja nicht, wie heißt es, Snapchat oder sowas? Ist so ein Filter. Das ist ein komplettes 3D-Programm, was einfach bloß im Hintergrund meine Gesichtsdaten abgreift. Bla. So, zur Feier des Tages wollen wir uns nochmal ein anderes Buch angucken. Karten und Erinnerungen. Das Buch lesen? Ja, bitte. Ja, bitte, habe ich gesagt. Drücke Minus, um dir die Karte der Insel anzusehen. Mit Hilfe von R kannst du sie vergrößern oder verkleinern. An den blassen Stellen dieser Karte warst du noch nicht. Möchtest du dir einen Ort für später merken? Drücke A, um ihn mit einem Pin zu markieren. Drücke X, um die Erinnerung oder Unterhaltung noch einmal anzusehen. Ach, das ist wirklich praktisch. Ich kann mir Unterhaltung nochmal ansehen? Das wusste ich nicht. Infos ausblenden, Erinnerung. Hä? Ach. Okay. Weißt du, und ich, Idiot, ich schreibe mir das hier mit. Wie früher. So total oldschool. Aber ja, okay. Und jetzt haben wir hier halt auch überall die ganzen Namen dran. Oder war das vorher schon? Mir egal. Auf jeden Fall alles sehr praktisch. Ja, und hier, die Bibliothek hat die ausgelassen, weil ich dachte, es gäbe nur insgesamt so ein paar Steuerungstipps. Aber dass ja auch neue drin sind für das Remake, das habe ich nicht gewusst. Ich bin immer noch fasziniert, wie viele Details das Rick einfängt. Wohin du schaust, wenn du die Augenbrauen hebst und wenn du gähnst, etc. Schon sehr cool. Das stimmt allerdings. Das ist völlig richtig. Ich weiß aber noch einen alten Stream, wo man Jay tatsächlich gesehen hätte, wenn Facebook ausgefallen wäre. Ja, da hatte ich eine andere Technik angewandt. Da hatte ich von Facebook, da hatte ich den Facebook-Panda quasi mit einem grünen
Pullover angezogen und mit quasi Greenscreen-Klamotten. Und da hast du nur den Kopf gesehen, weil der Chroma-Key das ganze Grün rausgenommen hat. Und wenn dann und als Hintergrund habe ich dann quasi meine eigentliche Webcam gelegt. Und ja, richtig, wenn das ausgefallen wäre, das waren die 20XX-Streams, die ersten beiden, die ich gemacht hatte. Da ist das so gewesen. So, jetzt können wir uns endlich den Bogen auch mitnehmen. Feinen Bogen, ja, das nehme ich gerne. Dankeschön, ausgezeichnet. So können wir nämlich definitiv eventuell gebrauchen. Und da hatte ich es aber auch so gemacht. Nee, das wäre kein Problem gewesen. Denn ich hatte die Kamera so mit einer Maske quasi überblendet, dass nach oben hin es immer durchsichtiger wurde. Also auch da hätte man nicht das Gesicht gesehen. Höchstens so ein bisschen vom Kinn. Oder so. Also einfach mal, guckt euch einfach mal an, sucht auf meinem Kanal einfach mal nach dem Stream von 20XX, also 20XX. Und dann könnt ihr euch davon selber überzeugen. So, zum Friedhof. Zum Friedhof, was hier irgendwie, jetzt muss ich gerade mal gucken, bevor ich mich hier verlaufe. Ah ja, stimmt, siehst du, links die Treppe hoch, die Leiter. 20XX, Stream, Vorsicht. Mit den Blumen. Achso, das Grab mit den Blumen. Ja, da kommen wir gleich dazu. So, der Friedhof ist nämlich außerordentlich lästig mit den Geistern hier. Mit den Geistern und mit den Zombies. Ach nee, warte mal. Der hat ja ein eigenes Grab. Der Geist hat ja ein eigenes Grab. Der ist gar nicht auf dem Friedhof. Hier ist das Grab mit den Blumen. Warte mal, wie komme ich da? Achso, Hexenhaus vorbei. Okay, wir sind gar nicht so falsch. Wir sind eigentlich gar nicht so falsch. Nur ein bisschen. Ups. 20XX war toll. Ja, und davon ist ein Remake. Davon ist ein Remake in Produktion. Nicht Remake, Entschuldigung. Zweiter Teil, und zwar 30XX. 30XX und da gibt es eine Demo, die man sich runterladen kann. Die man kostenlos spielen kann, wo man schon ein bisschen was davon mitbekommt. Und diesmal mit Original Pixel Art Style. Da freue ich mich auch schon drauf. Also das wird bei mir, glaube ich, auch ein Pflichtkauf. Ich mach mir gerade mal Futter. Bis gleich. Bis gleich, Ruby. Du hast es verdient. Sammelkraft bis um 20 Uhr. Dann musst du bereit sein. Danke, mein Schatz. Für dich nutze ihn. Hat er mich gerade meinen Schatz genannt? Mein Schatz! Tschüss! Okay, das hätte Gollum definitiv nicht gesagt. Tschüss! Nimm mal seine garstigen Kartoffeln! Oh, eine Feenflasche. Das ist die erste, die ich hier finde. Dann müssen wir theoretisch auch mal zu einer Feenquelle, um uns eine mitzunehmen. Eine Fee? Und auf jeden Fall hat auch die Eule was zu sagen. Juhu, endlich, da bist du wieder. Um in das große Fischmaul zu gelangen, musst du an einer Stelle der Zwergenbucht tauchen. Ja, Eule. Gleich. Gleich nach dem Farmlabyrinth. Du kommst dem Windfisch immer näher. Die Zeit des Erwachens ist nicht mehr fern. Huhu. Okay, meinetwegen. Erstmal, wie gesagt, Farmlabyrinth. Und ich glaube, hier waren wir auch noch nicht drin. Glaube ich. Ja, 30XX, bin ich sehr gespannt drauf. Mehr Bosse. Variantenreichere Level. Und so. Und dieser verdammte Schildträger hier ist gerade voll im Weg. Hola, hola Nicole. Que pasa? Bei mir nur zum Mucho. Au. Mann, ich wollte doch nicht hoch. Wo bin ich jetzt? Achso, kommen wir direkt mal beim Friedhof raus. Können wir gleich machen. Aber erstmal wollte ich mich hier noch ein bisschen umsehen. Hier ist mir noch ein Herzteil, wo definitiv mein Name drauf ist. Achso, und das kommen wir erst dran, wenn wir den Greifhaken haben. Na gut, alles klar. Da gehen 2 Euro in meinem Magen verloren. 2 Euro für Eis. Das hört sich nach Magnum oder irgendwas an. Oder Cornetto. Oder lecker Nogga oder sowas. Hm. Also beim Magnum finde ich ja die Mandel-Nougat oder sowas, finde ich immer noch am geilsten. Was ist eure Lieblings-Magnum-Sorte? Also bei mir muss... Nee, Nougat-Karamell, so. Wenn Mandel dabei ist, noch besser. Aber Nougat-Karamell ist meine absolute Lieblings... großer Geist. Meine absolute Lieblings-Eissorte.
Oh Gott, das kann jetzt dauern. Ach, eine Fee. Warte. Oh, das war die falsche Taste. Wir haben eine Fee gefunden. Meine Fresse. Verdammt. Tasten. Jawohl. So, Magnum mit Nüssen, okay. Also, Mandel wäre bei mir meine Lieblingssorte, wenn es nicht Karamell-Nougat geben würde. Okay, so, lass mal sehen. Also, die von unten rechts nach oben rechts ringsherum. Okay, oh, Geister auch noch drin. Komm her, du. Ich mach dich Gespenst, du. Ich mach dich totes Gespenst. Ach, die nerven so, weil die einfach so viel aushalten auch. Und noch eine Fee. Na gut, alles klar. Du kannst mal wegen weiterfliegen. Oh, Gottes Willen. Okay, ich bin mal verdauen. Lege mich. Was? Das habe ich jetzt nicht gelesen. Nachricht zurückgezogen. Wolltest du bestimmt noch fertig schreiben. Ich bin mal verdauen. Okay, das kannst du auch beim Stream gucken machen. Oh. Gibt es eigentlich... Ach doch, ja, ich wollte gerade fragen, ob es auch ein Zelda mit Erfahrungspunkten gibt, aber das wäre ja der zweite Teil. Die Adventures of Link, der zweite Teil. Da sammelt Link Erfahrungspunkte. Fällt mir gerade so ein. Den müsste ich eigentlich auch mal spielen, so generell. Okay, Labyrinth der Farbe. Eigentlich zwei Ben, weil es sind ja mindestens zwei. Hier haben wir direkt mal zwei Kollegen vor dem Eingang. Das sind aber gute. Die verkaufen uns nämlich Sachen. Ich guck gerade mal. Der eine verkauft, glaube ich, Zauberpulver und der andere Bomben. Herr Kusto. Dies hier ist das Labyrinth der Farbe und wir sind seine Hüter. Herr Kusto. Muss mir jetzt irgendwas sagen für den Namen? Ohne Zauberpulver wirst du hier nicht weit kommen. Du musst nur etwas sagen, dann verkaufe ich dir welches. Ah, ja. Okay, und der andere? Was macht der so? Hast du Zauberpulver dabei? Nein, dann kehre um. Ich habe Zauberpulver dabei. Und da werden wir nämlich auch direkt mal die Taste austauschen. Also erstmal hier natürlich unsere Greifenfeder drauf. Und auf jeden Fall die Feenflasche weg, nicht, dass wir die hier noch verschwenden. So, dann kann es ja losgehen. Meine Güte. Okay, also soweit ich mich entsinnere, kannst du die Schleime nur auf den jeweiligen Farben vernichten oder auch nicht. Was ist denn, wenn ich dich zu Rot locke? Komm mal bitte mit. Was passiert, wenn ich dich zu Rot locke? Hallo? Willst du nicht? Weil aus irgendeinem Grund, das muss ja ein Grund sein, einen Grund haben, warum die Farben haben. Hallo? Hallo? Der will nicht. Der kommt nicht hier hoch. Das ist aber schade. Keine Ahnung. Irgendwie so war das mit dem Farbenlabyrinth. In dem hat alles mit Farbe zu tun. Bin dann mal am Verdauen, lege mich in die Sonne. Oh, geht leider nicht raus. Ist kein Fehler. Ich habe leider nur die LTE viel zu langsam. Vielleicht bis nachher. Genau, vielleicht bis nachher. Genau so. Ruh dich aus, solange noch Sonne scheint. Kann man sich ruhig mal in die jeweilige legen. Müsste ich diesen Sommer eigentlich auch verstärkt machen. Also durch das Homeoffice bin ich irgendwie echt mal vom Urlaub jetzt abgesehen sehr, sehr, sehr oft drinne. So, was ist denn hier? Phase, wenn ich mal fragen darf. Ach, jetzt weiß ich wieder, warum das nicht mein Lieblingslabyrinth ist. Das hier, was wir hier haben, kennt man vielleicht so im Generellen als Minispiel oder ähnliches. Wenn ich dich anhaue, drehst du dich, wechselst die Farbe und deine entsprechend horizontalen und vertikalen Nachbarn auch. Oder der eine Nachbar. Und wir müssen hier bei allem die gleiche Farbe erreichen. Ungefähr so. Und das ist noch die leichteste Variante. Das wird noch richtig schön schwer. Und da vergriesgnadel ich mich immer. Wenn irgendwo ist dann immer der Wurm drin und dann dauert's. Na gut, da bin ich ja mal gespannt. Wie gesagt, es ist spätestens 20 Uhr ist hier Schluss. Du hast den Kompass erhalten. Pipapo, bla bla bla. Wir sehen jetzt Gegner und Truhen und hören Geräusche, wenn ein Rätsel in der Nähe ist. Halt, stopp. Hier unten haben wir definitiv eine bröckelige Wand. So, da nehmen wir doch mal direkt das Pulver wieder raus. Halt, stopp. So, okay.
Dr. Bumperbum. Pater O. Alles klar, einfach mal eine kleine Bonuskammer, wo wir unser arg gebeutelten Geldbeutel ein wenig auffüllen können. Ansonsten weiß ich aber nicht, was das hier großartig zu sagen hat. Wahrscheinlich nicht viel. Nö. Eigentlich bloß so ein Bonusraum. Na gut. Hat man selten bei Zelda-Spielen sowas, muss ich sagen. Also eigentlich ist es auch wirklich der Einzige, der mir so im Gedächtnis ist. So, du Kollege bist einfach nur nervig, weil du hier Stress machst. Hier muss ich nämlich, soweit ich weiß, sämtliche Bodenplatten in der gleichen und richtigen Farbe abarbeiten. Warte mal. Deswegen ist das ganz gut, wenn wir hier den Bogen haben. Oh. Ha, das meinte ich nämlich hier. So, von grün zu gelb zu rot gehen diese hier nämlich kaputt. Und ich bilde mir ein, wir müssen alle weghauen. Damit sich hier das Rätsel löst. Ich muss gerade nochmal rumgucken. Jetzt ist er natürlich wieder da. Aber ich höre auch kein Kompassgeräusch. Also alles ein bisschen komisch. Ich lasse es gerade mal. Okay, ihr Kollegen. Ihr müsst in die richtigen Löcher rein. Und zwar so. Alter. Nein, nicht ich. Verdammt nochmal. Kann ich dich reinlegen? Das wäre eigentlich am besten, ne? Hey. Ich glaube, ich muss sie wirklich schmeißen. Also ja, sehr nervig. Das Farbenlabyrinth an sich hat nervige Rätsel. Ehrlich gesagt. Also nichts gegen irgendwelche Stockwerkrätsel, wie wir das später haben werden, mit Schaltern und so weiter. Aber hier sind sie nervig. So, okay, Schnabel aus Stein, sehr schön. Können wir direkt nochmal eine Runde zurückgehen. Und uns den Tipp von der Eulenstatue anhören. Er wird natürlich hier das sein mit den Farben. Jedes Feld muss ein Viereck zeigen. Ach so, gut, das ist ja ein sehr spezieller Tipp. Ist mir gar nicht aufgefallen, dass die anderen... Ach nee, jetzt kann ich auch nicht mehr wechseln, dass die anderen andere Symbole drauf hatten. Ah ja. So, lass mal sehen. Okay, hier brauchen wir auf jeden Fall erstmal auch einen Schlüssel. Ach so, nee, hier alle umdingsen, damit unten die Tür aufgeht. So rum war das. Okay. Ach nee, laut Karte ist es eine Einbahntür. Von unten nach oben. Okay, ich bin gespannt. Ich bin gespannt, ob das noch irgendwas gibt mit den Farben. Hier auf jeden Fall. Euch zwei, okay. Ja, was das mit den farbigen Schleimsen auf sich hat. Ist jetzt noch keine Einschränkung gesehen. Dungeon. Ja, das Labyrinth der Farben. Was wir uns heute vornehmen werden. Was soweit ich mich entsinnen kann, im Original Gameboy-Teil nicht war. Weil der Original Gameboy-Teil hatte keine Farben. Ja. So, und einfach mal für dich... Ach, jetzt kann ich leider nicht draußen, nicht auf die Oberweltkarte gucken. Also auf dem Friedhof. Auf dem Friedhof ist dieses Labyrinth zu finden. Ah, okay. Und das ist gut, dass überhaupt jemand zuguckt, muss ich ja sagen. Denn nachher werde ich wahrscheinlich arge Probleme mit den Rätseln haben. Auf jeden Fall gibt es hier erstmal einen Schlüssel. So. Okay. Ich bin mir nicht sicher, ob man die wirklich alle abarbeiten muss hier. Von grün auf gelb auf rot und dann kaputt. Oder so. Oder ob die alle eine bestimmte Farbe letzten Endes haben müssen. Weiß ich nicht. Sind die Rätsel im Dungeon so hart? Ja, die sind vor allen Dingen nervig. Die sind vor allen Dingen nervig. Da wirst du gleich sehen. Keine Sorge. Das ist erstmal kein Rätsel. Das ist ein großer Typ, der auf die Fresse will. Gieriger Narr, du willst mehr Stärke? Ein Tölpel wie du sollte aufgeben und zurück nach Hause gehen. Ja gut, das Problem ist, mein Zuhause liegt nicht auf dieser Insel. Ach, okay, alles klar. Verstanden. Hochspringen, wenn er runterkommt. Damit wir den ganzen Blödsinn hier ausweichen können. Auch scheiße. Ich stelle mich aber auch wieder an, der erste Mensch, ey.
Ah, das macht er noch so oft, ey. Au. Und die Felsen darf man auch überhaupt nicht oder so. Weißt du, dann springst du schon hoch. Dann springst du schon hoch und wirst trotzdem noch von so einem Felsen erwischt. Da! Okay, wo ist meine Fee? Hier ist meine Fee. Ich meine, ich bin auch doof. Wir haben ja einen Bogen. Bringt der was? Au. Nein. Ach, meine Güte. Tatsächlich. Der bringt sogar was. Wenn ich treffen würde. Das macht er auch so oft und mit Wonne. Der blöde Penner. Oh, das gibt's nicht. Oh, na Gott sei Dank. Wie lange streamst du noch? Bis spätestens 20 Uhr. Bis spätestens 20 Uhr, dann gucke ich bei Ruby aka hier Recollect weiter. Halt, stopp, warte mal. Die werden wir natürlich erstmal eintüten. Die Fee. Wie fies die Felsen auch in der Gegend rumspringen. Ja, und vor allem irgendwie immer in meine Richtung. Total gemein, dass er zweimal springen darf, der Penner. Das ist so einer, aber das ist auch so einer der Gründe. Ich habe also einen sehr verschwenderischen Playstyle und sehr ausgelassen, ja, so dass ich wahrscheinlich nie Speedruns oder Perfectruns, also was machen kann oder werde oder will. Bin dann immer sehr froh, wenn so ein Spiel relativ vergebend ist, was das Ganze angeht. Der hat bestimmt was mit dem Game Designer. Ha! Meinst du? Weil ich esse jetzt erstmal was mit meiner Familie. Okay, sehr wichtig. Ich weiß nicht, ob ich dann noch mitgucken kann. Alles okay, Medusa. Mach dir keinen Stress. Es ist nicht der letzte Stream. Und aktuell ist relativ wenig los. Und die Leute, die hier sind, zum Beispiel Ruby, benehmen sich auch. Das weiß ich. Also alles okay. So, dann wollen wir mal sehen. Zauberpulver. Bis jetzt habe ich noch keinen Zauberpulver gebraucht. Guten Hunger, Medusa. Das definitiv. Schon ein bisschen nervig, die Kunde, oder? Hallo? Schon ein bisschen nervig, dass sie hier auf meinen Platten rumeiern. Okay, hier haben wir einen Schalter. Auch gut. Sehr gut. Marvin PK, Moino. Dir auch einen schönen Moino. Moino sozusagen. Ich schreibe nur gelegentlich böse Namen von anderen Videospielen. Meinst du? Moin, Marvin. Böse Namen von anderen Videospielen. Es gibt Videospiele mit bösen Namen? Achso, hier. Übrigens, das ist eins dieser Rätsel, was ich meinte, Ruby. Das Spiel kennt man. Ne? Immer die Benachbarten. Ändern sich entsprechend mit. So, welche Farbe wollen wir denn? Jedes Feld muss ein Viereck zeigen. Okay, also wir wollen alles auf blau stellen. Okay, ich bin absoluter Experte, was das angeht. Oder so. Nicht. Ich hasse es. Ich hasse diese. Es gibt ein bestimmtes Schema, wie man das Ganze durcharbeitet, aber ich raff's nicht. Das kann sowas von dauern. Ich weiß, man kann es von oben links nach unten rechts durcharbeiten, sodass das auch entsprechend klappt, aber ich hab nicht die geistige Weitsicht. Und ich könnte wetten, wir landen bei alles wird rot. Achso, Minecraft. Ach, das meinst du. Ja, das ist richtig. Ich teste bei solchen Rätseln auch immer so lange rum, bis ich es habe. Ja, das kann dauern, wie gesagt. Es ist mir schon wieder viel zu viel rot hier. Irgendwie so, wisst ihr? Und jetzt ist wieder eins zu viel hier. Flop, so ein Scheiß aber auch. Mann, ey. Man müsste quasi ein oder zwei Vorstadien dazu erreichen, dass man bloß noch hier hauen muss. Und dann ist Ruhe, aber krieg ich nicht hin. Kriege ich einfach mal nicht hin. So. Okay. Wisst ihr das zum Beispiel? Wenn der hier nicht wäre, dann könnte man jetzt wunderbar den machen. Ach nee, haut ja auch nicht hin. Verdammt! Hilft mir hier das Zauberpulver weiter? Natürlich nicht. Ist ja wohl logisch.
Also am Anfang des Dungeons haben mir halt zwei Skelette gesagt, hier kommt man ohne Zauberpulver nicht weiter. Und bis jetzt habe ich das noch nicht gebraucht. Gojay, ja, genau. Wir probieren das mal. Lass mich das vor allen Dingen mal visualisieren, was du hier gerade so gemacht hast. Gojay? Gojay. Ja, ja. So, um das Ganze mal aufzulockern und davon abzulenken, dass ich der totale Kacknoob bin, was diese Rätsel angeht. Ich hasse es. Das kann einfach mal dauern. Das ist so schrecklich. Weil ja, normalerweise gehe ich auch nach dem Prinzip vor, einfach draufhauen und gut ist. Ha! Nee, scheiße, immer noch nicht. Verdammt! Aber hier gibt... brauchst du halt ein gewisses Schema. Ich hasse es. Fuck. Jetzt? Oh. Das meine ich. Flop. Fertig. Und Gott sei Dank auch in der richtigen Farbe. Alter. Alter. Wir haben es geschafft. Wir sind nämlich die totalen Profis. Erster Versuch und so. Und total nach Plan. Gott sei Dank. Es geht auch fix, ja, Gott sei Dank, also. Danke, Fee ist auch nett. Wenn es Feen zu finden gibt, gibt es meistens auch danach einen Boss. Habe ich einen Schlüssel? Ich habe keinen Schlüssel. Das heißt, wir kommen hier gerade auch gar nicht weiter. Außer, wir finden einen Schlüssel in oder unter einer dieser Vasen. Oder so. Auf jeden Fall ist es schon wieder sehr bezeichnend, dass hier so eine Bodenplatten sind. Da. Ich weiß auch ehrlich gesagt gar nicht mehr. Also wie gesagt, es ist ein optionaler Dungeon. Und ich weiß gerade gar nicht mehr, was man da am Ende kriegt. Weiß ich gar nicht. Du willst stärker werden, haben die am Anfang gesagt, die Skelette. Aber auch das gibt mir absolut keinen Hinweis. So. Verzieh dich. Schleimige Schleimse. Kannst du die Fässer nicht auf die Bodenplatten schieben? Kann ich das? Muss ich das? Ist eine ganz andere Frage. Ich habe vor allem kein Kompassgeräusch gehört. Normalerweise, wenn ein Rätsel vorhanden ist, kommt der immer bap, 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 bap. Oder so. Ne, das hat da gefehlt. Wir müssen ja sowieso mit einem Schlüssel nochmal dran vorbei. Also von daher können wir das nachher gerne mal nochmal testen. Okay, gab es hier einen bap, 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 bap? Weiß ich gar nicht. Seltsam. Na gut. Die Karte. Dieses Geräusch meinte ich. Okay, sehr, sehr lästige Kollegen hier. Eins nach dem anderen. Oh, und einer ist schon automatisch im Loch gelandet. Der ist schon, au. Hier, Penner, ey. Na, kommst du? Hoch mit dir. Hoch mit dir und rein mit dir da. Diesmal nicht, so. Hops. Alles klar. Das war ja einfach. Das ist eins dieser Puzzle, was man immer so bei Arztpraxen im Vorraum sieht, damit die kleinen Dreijährigen beschäftigt sind. Das eckige muss in das Runde. Oder so. Auch geil. Musik, du hast jetzt ein Rätsel vor dir. Visuell kann man das nicht erkennen. Deshalb haben wir diese Musik für dich eingebaut. Definitiv. Na gut, visuell, der Kompass auf der rechten Seite, doch, der leuchtet. Der blinkt auf. Also, na gut, das ist auch ein Unterschied im Vergleich zum Original Gameboy-Teil, dass der Kompass auch aufblinkt. Aber da war halt nicht so viel Platz auf dem Bildschirm. Warum bin ich jetzt hier hinten gewesen? Nur für den Schlüssel? Okay, und auf der rechten Seite geht's auch noch weiter. Dann, ja nee, jetzt haben wir den Schlüssel, dann können wir doch direkt mal hier links gucken gehen. Ich probiere das gerne mal. Ob Link überhaupt in der Lage ist, so einen Krug ganz ruhig abzusetzen, ist natürlich auch noch eine Frage. Ich glaube, Link kann nur Krüge schmeißen. Ich habe keine Taste dafür. Heben? Okay, und mit der gleichen Taste kann ich ihn schmeißen, aber ich kann nicht absetzen. Link darf nie in einem Geschäft für Krüge arbeiten. Denn der macht die nur kaputt. Müfft. Was heißt Müfft? Das ist das zahnlose Äquivalent zu Mist, glaube ich. Müfft. Also ich bilde mal einen anderen Teil, Konter das. Oh Gott, was haben wir denn hier? Ach ja, alles klar. Nur ein Farbschalterrätsel. Mist mit F. Ja, genau.
So, der Diener von Frankenstein, der Igor, ja, der hat ja auch immer so ein dezentes Lispeln, ne? Und der würde auch sagen, Mist, Mist. Okay, hier haben wir die Boss-Tür. Kennst du Igor? Also von, wie soll ich sagen, also Frankenstein kennt man ja bestimmt, aber Igor, diese gleiche, die Gestalt quasi im gleichen Universum, gibt's ja auch zum Beispiel bei den Scheibenwelt-Romanen. Auch da hat er ein dezentes Lispeln drauf. Au! Und das sieht geschrieben natürlich noch viel besser aus. Wenn du etwas erstmal aussprechen darfst, damit du weißt, was überhaupt gemeint ist. Ich musste aber irgendwie an Adams Family denken. Stimmt, ja gut, da ist ja der Igor. Also ich weiß, dass es von Christopher Lloyd gespielt wurde. Nee, der hieß nicht Igor. Lester. War es nicht Lester, glaube ich? Und da war der Diener von denen, war aber auch nicht Igor, der hieß aber auch nicht Frankenstein, sah aber aus wie Frankenstein. Da müsste ich mal echt mal wieder gucken, den Film. Ewigkeiten nicht mehr gesehen. Gottes Willen, das wäre aber auch mal wieder ein Guckerchen wert. Okay, machen wir mal weiter. Ich bin gerade sehr frohen Mutes, was diesen Dungeon angeht. Ich habe den schwerer in Erinnerung. Ehrlich gesagt. So, euch zwei hatte ich doch schon, ne? Will ich mir ein. Beide Filme, ich meine, die waren beide ganz gut. Es gab zwei Filme? Weiß ich gar nicht, ehrlich gesagt. Entweder haue ich die gerade im Kopf zusammen, oder ich habe den zweiten nie gesehen. Das kann auch sein. Es gibt neun. Also es gibt einen Animationsfilm. Neun mit Addams Family. Warte mal kurz. Eule, sag mir was. Jedes Feld muss ein Viereck zeigen. Toll. Jetzt haben wir schon drei Farben. Okay, alles in Blau. Oh, sehr schön. Wisst ihr? Wie ein Profi. Wie ein Profi. Richtig schön geowned, das Rätsel. Das war kein Zufall. Ich bin der Meister der Farben, jawohl. Ich weiß immer noch nicht, was mit den Geistern auf sich hat. Warum auch immer die verschiedene Farben haben. Hab bis jetzt noch keinen Unterschied gemacht hier, ehrlich gesagt. Gott sei Dank habe ich einen Schlüssel dabei. Ja, das ging gerade erstaunlich und erfreulich schnell. Finde ich auch. Oh, hallo, großer blauer Blob. Unterschätzen, blablabla. Mich bloß nicht. Blablabla. Dein mickriges blablabla Schwert ist ein Witz. Mein mickriges Schwert. Alter, hat er gerade voll mein Schwert beleidigt? Okay, alles klar. Für den Kollegen brauchen wir anscheinend das Pulver. Au, das tat weh. Au. Oh, jetzt schon wieder. Warte. Alter, wie schnell hier einfach mal dein verdammtes Leben weg ist. Den Blub habe ich jetzt aber auch gar nicht gerechnet, ehrlich gesagt. Au! Kannst du dich einfach mal treffen lassen, bitte? Das wäre mir eigentlich sehr lieb. Okay, wenn man so ein bisschen Rhythmus raus hat, geht's eigentlich. Eigentlich. Sprache und wurde dann getötet. Sieht aus wie Kirby in Blau. Ja, das ist völlig richtig. So, und irgendwie ist es richtig gut, dass wir eine Fee dabei haben. Vor allem, dass danach immer wieder eine zu finden gibt. Super. Yay! Läuft. Es läuft einfach nur. Okay, letzte Truhe. Ba, 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 ba. Und auf der rechten Seite, leuchtet der Kompass auf. Okay, lass mal sehen. Furchtbar schwere Schieberätsel. Und was kriegen wir hier wohl? Der Gamerbob / Kisippi / Verdammt, deinen dritten Namen habe ich vergessen. Warte, haben wir gleich. Pro Gamer. Hallo, willkommen. Ich habe den großen Schlüssel ausgezeichnet. Sehr schön. Sehr schön, dass er auch noch reinschneist. Hast bestimmt wieder Schule gemacht, ne? Könnte ich wetten. Hast du heute zumindest eine Glockenbenachrichtigung bekommen, dass der Stream losgeht? Das würde mich übrigens generell mal interessieren. Also ab und zu hört man es von Leuten, die reinkommen, ich wurde gar nicht benachrichtigt.
Da, in so einem Fall würde ich das gerne wissen wollen, wenn da jemand Probleme mit hat. Jetzt muss ich gerade mal gucken, wo ich lang muss. Warum leuchteten? Hä? Warum ist denn hier unten? Warum leuchteten hier die Treppe? Wenn ich mal fragen darf. Ich geh mal gerade gucken. Ich höre es auch von ganz vielen Seiten, dass die Glocken nicht richtig gehen. Ja, richtig. Vor allen Dingen, na gut, ich bekomme halt stellenweise auch die Infos. Ja, bei den normalen Let's Play-Folgen, da geht das ganz, ganz gut. Und bei den Streams kommt es gar nicht an. Dann Kesiffi hat mir, glaube ich, schon mal geschrieben, also Gamer Bob hat mir, glaube ich, schon mal geschrieben gehabt, er hätte die Benachrichtigung für einen Livestream 17 Stunden später bekommen. Das ist natürlich schon längst vorbei, das Ganze. Ja, schon doof eigentlich. So, ich werde gerade mal nochmal hier durchgucken, ob wir noch ein bisschen was an Feen oder Herzen oder sowas finden. Geil, welche funktionierende Funktion. Ja, ich glaube, geil wird als Schimpfwort gewertet. Also nicht von mir, um Gottes Willen. Ich habe als einziges Schimpfwort in die Blacklist habe ich Minecraft reingehauen. In sämtlichen Variationen, aber geil eigentlich nicht. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Sehr prüde dieser Streambot, muss ich sagen. Ach so, hier ist der Ausgang. Warum wird mir hier der Ausgang angezeigt? Da rennt man, kann es ja vorkommen, dass man aus Versehen rausrennt. Ich verkaufe Zauberpulver. Ja, verkauf mir mal welches. Man weiß ja nie. Sehr schön, hast mir direkt Zähne gegeben. Super. Na gut. So, einmal rechts lang, einmal hoch und dann mal links lang und dann sind wir eigentlich schon fast da. Sehr gut. Das läuft ja wirklich erstaunlich gut, dieses Farbenlabyrinth. Muss ich sagen. Und ich habe absolut keine Ahnung, wer hier der Chef ist. Haben die sich gerade gegenseitig fertig gemacht? Total lustig. Ja, wir sind richtig sehr gut. So, gab es hier noch Gelumpe? Hier gab es doch, glaube ich, noch eine Fee, ne? Da, siehst du, super. Ausgezeichnet, mehr wollte ich ja gar nicht. Okay, und hier haben wir... den Chef von dem ganzen Laden hier. Okay, na dann. Ja. Wer bist denn du? Alles gut, mir kann nichts passieren. Chroma-Qualle. Aha, die Chroma-Qualle, die einfach mal hinter uns her latscht. Aha, schön. Kannst du es bitte normal schmeißen? Kann ich das zurückleiten? Nein, kann ich nicht, okay. Was macht so eine Chroma-Qualle den ganzen Tag, wenn ich fragen darf? Das klappt auch nicht. Kann ich dich mit dem Schild abwehren? Ich kann nicht mit dem Schild abwehren, das ist gut zu wissen. Aber ansonsten... Ach so, ich kann dich doch hauen. Ich kann dich einfach mal hauen, das ist noch gut zu wissen. Oh, da wird er langsam puchtig. Ach so, dich muss ich ganz schnell hauen, so wie es aussieht. Weil du dich regenerierst, das ist ja frech. Hey! Alter. Oh, es ist schon ein bisschen frech, was du hier machst. Ah, Ablenkungsmanöver starten. Nein. Was ist das gemein? Das ist ja schon ein bisschen frech hier. Ablenkungsmanöver starten. Alter. Au! Oh, ist das frech. Warte mal. Ah! Komme ich hier eventuell mit dem Bogen besser? Tatsächlich. Ah! Au! Nein! Warte. Habe ich keine Pfeile mehr? Jetzt habe ich keine Pfeile mehr! Mann, verdammt nochmal! Das ist aber auch. Sie leuchtet so schön. Ja, schön für sie. Schön, dass sie so schön leuchtet. Ah! Au!
Oh, wie soll man das denn machen? Oh. Oh, ist das fies, ey. Oh. Oh, mein Güte. Also, du musst in die Ecke drängen. Alter. Man muss sie in die Ecke drängen, damit sie nicht zurückweichen kann. Alles klar. Gut, dass mir es noch aufgefallen ist. So. Fee eingekorkt. Die Chroma-Qualle gehört der Vergangenheit an. Okay. Checkpoint. Ausgezeichnet, ist mir aber egal, denn... Oh, eine große Fee? Ja? Feenkönigin. Sei gegrüßt, Jay. Unglaublich, dass du es bis hierher geschafft hast. Ich verleihe dir die Macht der Farbe. Oh, für den Angriff wähle Rot, für die Verteidigung wähle Blau. Was möchtest du? Oh, mir ist Verteidigung ehrlich gesagt lieber, weil ich das nicht so gut kann. Möchtest du wirklich das blaue Gewand? Ja! Ich verleihe dir nur die Macht der Farbe. Ja! Schließe deine Augen. Du trägst das blaue Gewand, du erleidest nun weniger Schaden. Schön. Dann sende ich dich nun zurück. War wieder so hell. So, okay. Hatte ich echt nicht mehr auf dem Schirm, was es hier als Belohnung gibt. Sehr schön. Sehr schön. Okay, und ja. Von der Sache her wäre es das hier eigentlich mit dem heutigen Folgenziel gewesen. Wir haben noch ein bisschen Zeit. Das heißt, wir werden gerade mal noch das Tauschgeschäft vorantreiben. Jetzt müssen wir gerade sehen. Also wie gesagt, wir haben ja in der letzten Folge den Hibiskus bekommen und wissen auch schon, dass der zu der schreibenden Ziege oder sowas im Zoodorf muss. Das werden wir gerade noch machen. Und hier wird gerade so schön wieder beleuchtet, wo es eigentlich hingeht. Danke, Eule. Na siehst du, hast du doch den Dungeon geschafft. Ja, bin sehr erleichtert, dass wir den so schön schnell hinter uns gebracht haben. Finde ich sehr, sehr cool, die Belohnung. Ja, finde ich auch. Wie gesagt, also ja gut, wer denn halt wirklich besser ist mit der Verteidigung, der kann auch gerne Angriff nehmen. Aber wie gesagt, bin sehr verschwenderisch und sehr, sehr spielerisch, was das ganze Abwehren und so weiter angeht, deswegen. So, lass mal sehen. Wir müssen... Okay, hier lang? Wir könnten hier hoch zum Teleporter gehen. Das können wir auch machen. Sind wir gerade in der Nähe. Können wir so oder so sehen. Zumindest Tauschgeschäft, wer Zelda kennt, ist was... Also, wer die klassischen Zeldas kennt, das ist was sich das ganze Spiel durchzieht. Und wenn man da schon mal gerade weiß, wo es mit einem weitergeht, dann sollte man das auch durchziehen. Denn man weiß nie, am besten ist es wirklich immer, man hat den betreffenden Gegenstand schon im Inventar, bevor man den überhaupt braucht, um dann entsprechend vorbereitet zu sein. Die weißen Helme auf der Karte erinnern mich an Hollow Knight. Die weißen Helme auf der Karte. Achso. Okay, ja. Das sind die Dungeons, die hier aufgedeckt sind, dass man weiß, welche man schon hatte, soweit ich weiß. Denn hier, der, wie gesagt, den kennt man ja noch nicht, so wie es aussieht, und weiß aber schon, dass man dahin muss. Die in die Zwergenwucht. So, jetzt lass mich mal sehen. Wo war denn die Ziege? Ich glaube, oben rechts. Hollow Knight ist auch noch sowas. Ich habe... Nee, okay, hier war es nicht. Alles klar. Ich habe Hollow Knight... Und ich würde es gerne spielen, traue es mir aber ehrlich gesagt nicht zu Let's Playen. Obwohl ich da noch unentschlossen bin, was das Ganze angeht. Es ist halt wie Ori, nur auf präziser ausgelegt. Und ich habe mir beim Schwager schon den ein oder anderen Bossfight angeguckt. Die sind richtig fett schwer. Deswegen, also weiß ich nicht, ob ich das machen werde. Hier ist sie. Ist gar keine Ziege. Ist eine Ziege? Was ist das? Hat Hörner und lange Ohren. Ich habe absolut keine Ahnung. Ja, geht mir genauso. Ich finde es super cool. Es sieht super cool aus, aber ich bin sehr schlecht in Jump and Runs. Ja, es ist es ja. Es ist noch nicht mal wirklich Jump and Run mäßig, sondern wirklich auf präzises Kämpfen auch. Lämmlein, ein Lamm. Genau, das kann durchaus sein. Auf jeden Fall heißt sie Christine. Oh, wie entzückend von dir. Du hast mir einen Hibiskus mitgebracht. Wenn du so ein Kavalier bist, könntest du mir einen Gefallen tun? Na klar doch.
Könntest du für mich einen Brief zu Dr. White bringen? Er lebt am Rand des Sommerwalds, bitte. Kann man gerne machen. Also das machen wir gerade noch. Ich mache jetzt das mit dem Tauschgeschäft noch ungefähr so lange, wo ich ungefähr weiß, wie es weitergeht. Und dann ist hier Schicht im Schacht soweit. Also alles okay. Was soll ich jetzt sagen? Ja, Hollow Knight, also die Kämpfe, also richtig, richtig anstrengend, diese Bosskämpfe und nicht gerade wenig davon. Das Spiel selbst fand ich super entspannt, eine super geile Atmosphäre, diese gedämpften, höhlenmäßigen Hintergrundgeräusche die ganze Zeit. Also super Sounddesign, kann man gar nicht anders sagen. Oh Gott, weiter kommen wir hier nicht, wir müssen jetzt hier hin. Wir müssen jetzt hier hin und der einzige Teleporter, den ich hier habe, ist hier. Ich könnte wetten, da habe ich hier vorne irgendeinen vergessen aufzudecken. Oder so. Naja, kriegen wir hin. Ist ja bloß durch den Zauberwald durch. Ja, und sieht auch richtig geil aus, das Spiel. Keine richtige Sprache. Ich glaube, die machen auch alle bloß so... Aber das macht auch viel Atmosphäre aus, muss ich sagen. Dass sie nicht wirklich selbst sprechen, dass man das selber lesen muss. Hat natürlich auch was damit zu tun, dass es, ich glaube, es ist auch eine Indie-Produktion gewesen ursprünglich. Wenn ich mich jetzt recht entsinne. Und von daher nicht so wirklich viel Budget gehabt. Aber es macht viel Atmosphäre aus, dass sie halt einfach so und sowas machen. Total lustig. Also Hollow Knight kann ich wirklich jedem nur empfehlen, der sich ein bisschen quälen will. Man könnte es vielleicht als 2D Dark Souls oder sowas sehen. Also die Boss war jetzt wirklich alle ziemlich einzigartig. Also gerade so auch die optionalen. Und es gibt aber auch viel zu sammeln. Also Patches gibt es zu sammeln. Auch da natürlich, wer Komplettionist ist, hat da richtig viel zu tun. Und die Patches selbst geben natürlich auch verschiedene Fähigkeiten und so weiter. Ich habe mir sagen lassen, also beziehungsweise habe ich glaube ich in einem Forum gelesen, dass man mit einer bestimmten Kombination von Patches, von Skill-Patches oder Fähigkeits-Patches oder Passive-Patches in dem Fall was erreichen kann, wo man nahezu, also wirklich sich sehr doof anstellen muss, um dann zu verkacken, aber weiß ich nicht, ob ich mir das antun würde. Polo, hallo, ja, heute triffst du mich endlich mal auch an, wenn wir Zelda spielen. Obwohl die Folge schon wieder so fast rum ist. Dark Souls will ich mal spielen. Ich glaube, das Spiel bringt einem viel Geduld bei oder stärkt die Wutausbrüche. Ja. Ja, also Dark Souls 1 habe ich durchgespielt. 2 nicht mehr so, weil es mir selber persönlich nicht gefallen hat im Vergleich zum zweiten Teil. Das dritte habe ich aber noch nicht gespielt. Und Sekiro hatte ich mal angefangen zu Let's Playen, muss ja dann aufhören. Weil, also ich habe ehrlich gesagt aufgegeben. Ich habe aufgegeben, wenn man 2 Stunden Let's Play aufnimmt und immer die ganze Zeit am gleichen Gegner hockt und halt auch nicht wirklich so viel Zeit hat am Tag, dann, nee. Also ehrlich, nee. Brauche ich nicht. Ja, da weiß ich besseres mit meiner Zeit anzufangen. So, ich finde den zweiten am tollsten. Okay. Kannst du vielleicht auf DC deinen Status auf Streamen stellen, dann sehe ich das auch. Kann ich ehrlich gesagt nicht, glaube ich. Oder so, weiß ich nicht. Kann man das? Hab ehrlich gesagt noch nie probiert, das Ganze. So, na gut, erstmal mit Dr. White gesprochen hier. So, Dr. White, was ist das? Ein Brief für mich? Schnief, das ist ja toll. Ah, und sieh doch, mit einem Foto. Jetzt ist definitiv Christine aus dem Zoodorf. Ja, ja, das ist überhaupt nicht Peach oder so. Nein. sie ist ja so hübsch. Warte, ich muss dir irgendetwas für deine Mühe geben. Moment. Dieser Besen ist alles, was ich habe. Wäre das in Ordnung? Ja, wenn es sein muss. Aus Dankbarkeit hast du von Dr. White einen Besen erhalten. Wenn er wüsste, wie Christine wirklich aussieht. Okay, Dankeschön, Dr. White. Oha, kann ich verstehen. Du kannst einen eigenen Status eingeben und dann zum Beispiel streamen reinschreiben, falls das damit gemeint ist. Ich glaube nicht. Also beziehungsweise ich weiß es nicht. Und wenn dann sieht man das auch nur, wenn man direkt auf den jeweiligen User geht, glaube ich, oder? Weiß ich gar nicht mehr. Also beziehungsweise weiß ich generell. Ich habe mich mit Discord noch nicht so wirklich beschäftigt, ehrlich gesagt. Auch wenn ich bei Dizzymod bin. Ah ja. Also ich weiß, wie man jemanden kickt und ich weiß, wie man jemanden bannt und blockiert. Und das ist das Wichtigste soweit. Aber den eigenen Status habe ich jetzt erstmal auf Let's Play und Zeugs und so gestellt. Und das war's, weil ich diesen Monat einen Nitro-Boost genieße. Jawohl. Also selbst gekauft. Da kann man das machen. Ich habe absolut keine Ahnung. Polo, kannst du mir ja gerne sagen, wie man das auf Streamen stellt.
Heißt das nicht, würde es nicht eigentlich eher bedeuten, dass man auf Discord streamt? Dass dadurch der Stream-Status kommt? Glaube ich wenigstens, weiß ich. So, jetzt muss ich gerade überlegen, wer wollte denn den Besen? Ich glaube, es war Uru, wie heißt sie? Ich habe den Namen vergessen. Also sie hier auf jeden Fall. Oma, ja. Ich habe fast das gleiche wie Uru irgendwas. Okay, ein neuer Besen für mich? Es ist doch... Aber warte mal. Ein neuer Besen für mich? Es ist doch für mich, oder? Ja. Ja. Danke, ich gebe mir dafür den Angelhaken, den ich mir beim Kern am Fluss gefunden habe. Warum hast du den am Fluss gekehrt? So, ich muss mich mal langsam fertig machen. Bis später und viel Erfolg noch. Ja, bei mir ist jetzt auch Pumpe. Alles okay. Du hast den Besen gegen einen Angelhaken getauscht und dann sehen wir uns nachher bei dir im Stream. Ruby, alles klar. So, was wirst du wohl für einen Angelhaken bekommen? Und den werden wir tatsächlich auch in Richtung der Zwergenbucht los, was wir uns dann aber in der nächsten Folge vornehmen werden. Denn das war es gewesen mit dem heutigen Stream, mit der aktuellen Folge Zelda Link's Awakening, dem Remake. Nächste Folge nehmen wir uns die Zwergenbucht vor, wie gesagt. Und von daher bedanke ich mich bei allen, die hier vorbeigeschaut haben, die dabei gewesen sind. Vor allen Dingen auch natürlich bei meinen Moderatoren. Medusa, der kurz da war, sowie auch Nicole. Und auch Dizzy und natürlich bei Recollects Ruby, die mir hier den Abend versüßt hat soweit und auch noch weiter versüßen wird mit ihrem eigenen Stream auf Twitch ab 20 Uhr. Ich werde direkt nochmal, wenn ich es jetzt gerade noch in der Zwischenablage habe, nein, habe ich nicht, den Link rein posten, weil ich gerade nichts Besseres zu tun habe und hier einen vernünftigen Abschluss finden muss. So, da ist er, da habt ihr nochmal zum selber reingucken. Park Anpu. Okay, Anpu sagt mir vom Namen her was, das war's aber auch schon. Werde ich mich mal reinlesen ansonsten. Ja, auch dir einen wunderschönen Abend noch, Polu. Und dann, wie gesagt, wäre es gewesen, nächster Stream Donnerstag, dann genau die gleiche Runde Animal Crossing und danach Zelda Link's Awakening, um das mal voranzutreiben hier. Und bis dahin, eine schöne Woche. Und man sieht sich. Bis dahin. Tschüss.